Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Alice und also willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag. Ich wollte gerade sagen, es ist doch Mittag. Ja, es ist spät abends, da kann man sich auch mal vertun, ne? Ja, wir sind natürlich immer fleißiger mit. Ich habe die Sounds noch ein bisschen umgestellt, weil teilweise war es einfach zu laut gefühlt, meines Erachtens. Ich bin gerade mit dem Lintrack und den Euroboss am Silage verkauft. Ja, ist wieder fleißiger am Silage verkaufen und hast tatsächlich jetzt. Er hat mir schon gesagt, wer ich malen sollte. Wir haben den Ladewagen hinter geschnallt und ist damit ins Ziel gefahren. Wenn ich F11 anmachen soll, sag, ne? Ey, ich bin jetzt am Abladen, ne? Ja, okay, da passiert nichts. Aber ab und zu am Hügel, ja, schadet auch dann der Lintrack schon ein bisschen, ne? Halt das Lintrack durch. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie sich der MP-Track hier an dem versteinerten Hang macht. Na gut, aber der hat 135 PS, ne? Ja, stimmt. Ein PS weniger als Schlüter, wollte ich gerade sagen. Lintrack. Kommt er aus? Ich hab vor, mir Schlüter zu holen, ja. Aber dafür muss der Lintrack drauf gehen müssen. Was? Ich auch nicht. Ey, ich habe ein Abby hergegeben für den MP-Track, ne? Ich sag's bloß mal so. Und für und so nebenbei für den Steier auch noch. So. Ja, nee, ja, ja. Man kann sehen, wie man. Ich weiß gar nicht, haben wir Plus gemacht? Ja. Ich muss alle noch mal schon, sonst komme ich da nicht hoch, das weiß ich jetzt schon. Einmal habe ich schon geschafft. Mit ja, Schwung wird das gehen, du! Also mit 6 km/h komme ich hoch. Das geht mit, da fahre ich rein. Ah, da drüben ist er, ja. Aber man muss sagen, er ist nicht so schnell, dass man drüber springt, sondern man kommt so schön seichte gerade hoch. So, Fullgas, ich hoch hier. Ich bin jetzt schon mal am Scharren. Das sind keine guten Voraussetzungen. Ich habe aber Allrad noch nicht drin, also. Alles primitiv. Haben schon mal gemacht. Alles primitiv. Okay. Hey, ich brauch noch gar nicht. Okay, gut, ich mach wieder aus, ne? Ist wieder aus. Ich habe noch nicht mal Allrad drin. Mann, ey. Okay, dann. Wo ist gar kein Vertrauen in mich? Vertrauen schon, aber in den Lintrack nicht. Ich glaube, das ist ja die letzte Wiese hier unten, ne? Ja. Die letzte Aufnahme ein bisschen hier. Diesmal machen wir hier unten Gras und die anderen zu voll. Haben wir ja so besprochen, soweit ich mir. Nee, weiß. Oben beim Gras und die anderen, die unten am Hof. Ich brauche doch vielleicht. Also, ich komme da nicht rauf. Wir brauchen die Abschleppstange, also. Die ist. Also, ich sag mal so, ne? Ich hänge am Motorblock. Also, ja. Es sitzt auch mit dem Lintrack, oder? Ja, genau. Mittig. Ja, gut. Jetzt mach mal an. Vorher ist an. So. Und geht halt zu hoch. Das ist der letzte Hügel für heute. Ja, und dann wird ich hoch. Komm, belenken vielleicht. Nee, da rutsche ich bloß nur noch runter. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du es, ne, dann komm ich schieben. Aber wir müssen das nicht. Wir haben jetzt tatsächlich auch den Wunsch von dem guten Herr Seidle, müsste normalerweise heißen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, CSZ-Pack mit draufgenommen. Dass wir uns auch mal eine größere Schaufel holen können, als die Standard mit 940 Liter. Weil, ja, wenn wir hier am Verladen sind, ist das teilweise halt doch ein bisschen wenig, ne? Sagen wir es, wie es ist. So, warte, was mich tatsächlich interessiert, kann ich das kann. Wenn wir sagen müssen, wie es ist, dann muss ich aber leider sagen, es ist scheiße. Was habe ich gesagt? Nächste. Ist das jetzt neu, so dass man, wenn man in die Wiese reinfährt, damit nichts kaputt fährt? Normalerweise haben wir doch die Zerstörung an. Wenn die. Wo ist es denn? Jetzt fängt das so hupfen hoch. Landwachstum, Pflanzensterben, Fluchtzerstörung. Ah, da, Fluchtzerstörung an.
war gut, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch auch so ist. Ich kann die Kommentare schreiben. Ich hab's tatsächlich noch am Ackermacher was kaputt, aber an die Wiesen nicht. Ja, ist schon immer so. Nein. Auf der Felsgrund, wenn man die Wiese reinfährt, wird da, wo die Reifen sind, was kaputt. Echt? Ja. Nur aufs... Wir kennen es so, ohne. Also, dass da nichts passiert. Ja, es ist tatsächlich einfach schöner, weil wenn man zum Beispiel einmal am Acker umgedreht, klar ist es auf einer Seite wieder realistisch. Dann fahrt doch bei einer Wiese nichts kaputt, Alter. Na, eigentlich nicht mehr. Wenn, dann wird es ein bisschen rangedruckt, aber jetzt auch nicht so krass. Man aber so mein Stadt ist aber das ist wieder was anderes. Ja. Okay, nicht ganz alles mitgekriegt. Da wird schon die nächste Fuhre weg. Ja. Sich freut. So, warte, ich bin jetzt, glaube ich, du. Wann der Zeitpunkt kommt, ich nicht mehr auf die Tankanlage schaue und der leer ist. Stimmt. Ich will nicht mehr, wann der Zeitpunkt kommt. Ja. Angefahren, wo gibt's denn eine Tankstelle? Ich glaube doch da wo ich da hin muss, glaube ich, da in der Nähe. Ja, ich sehe sie. Das ist die einzige Tankstelle, wo sie gibt. Mich hat es tatsächlich verwundert, dass in der Stadt, wenn man das noch so nennen kann, ja, aber kann es eigentlich schon Stadt nennen, keine gibt. Aber da gibt es, glaube ich, keine, oder? Doch, am Shop. Wo bin ich? Stimmt, ich am Shop gibt es eine Tankstelle, ja, okay, dann. Haben wir eigentlich? Doch, haben wir schon, oder? Doch. Also wir haben, glaube ich, schon alles weggebracht, oder? Von unserem Gerstenertrag. Ja. Okay, gut. War mir jetzt da kurz nicht mehr ganz sicher. Weil da war ja alle mit der also wir haben Heu und Stroh drin im Lager. Das war's. So, warte, jetzt muss ich nachgucken. Ist unser Feld schon reif? Nee. Das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Aber wir haben auch so noch genug zu tun. 4000 Euro, wie viel ist noch drin? Boah. Halb voll würde ich sagen. Also ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch, was wir wegbringen können. Hm. Soll ich gleich tanken fahren? Wie viel hast du noch drin? No. Das steht, ich habe irgendwie... Warum hat der bloß AdBlue drin? Nein. Also... Oh, ich bin beim letzten Viertel. Dann glaube ich würde, also wenn wir so an die Situation auf der Rade zurückdenken, mit dem EB-Track abschleppen, würde ich wie ist der Bug drin, ne? Weil ich habe bloß AdBlue drin. Ich tatsächlich auch. 40. Was? Ich habe auch tatsächlich nur AdBlue drin. Also es ist doch blau, oder? AdBlue ist blau. Ja, da hab ich... Ja, macht man doch auch jeden Tag mal. 104 von 120 Litern drin. Wenn ich richtig. Macht man auch jeden Tag, Jungs. Ja. Mal mit dem Traktor und dem Euroboss zur Tankstelle. Warte mal. Hier wird Nitrado-Werbung gemacht. Was? Echt jetzt? 100 Euro plus, ja moin. Echt jetzt? I was about to say the same thing. Warte, es kommt. Mit der Nitrado-Werbung war das jetzt kein Spaß oder steht es da wirklich? High-End Paid Game Server Nitrado. Steht das da echt? Was? Das steht da wirklich, steig ein. Ich bin da. Warte, ich kann das Öl wieder ausmachen. So. Da. Stimmt. Als ob. Stimmt. Ich fahre mal wieder. Ja, ist klar, die sind. Ja. Ich bin genau falsch rumgefahren, egal. Wie viel hat es eigentlich ausgemacht? Ich habe das gar nicht gesehen. 99 Euro. 99? Ja. Das geht eigentlich mal. Ich weiß nicht, wieso die Anhänger so stief stehen. Keine Fragen. Also jetzt wollte ich gucken, haben wir... Ne, haben wir nicht. Schade. Muss ich den nicht noch mit draufnehmen, diesen Workshop-Tabber. Der ist immer relativ praktisch. Ja. Hast du jetzt eigentlich eine Dieselanzeige? Nee, ne? Diese Anzeige, also ja, aber die feine halt nicht. Ja, nee, ja, ich meine ja von Ding. Ich tatsächlich auch nicht, ich weiß nicht, an was liegt. So, wir packen jetzt einmal hier unser Mähwerk wieder rein. Ja, doch, bei der richtige Ecke. Oder die richtige Bucht, sagen wir so. Gut, passt eigentlich. Dann machen wir das vordere weg und dann schnappen wir uns unseren Steier und dann geht's ans Wenden. Klar.
Diesmal machen wir unsere größte ja genau. Unsere größte Wiese. Ich hab meine größere Schaufel. Ja. So, den Betrag packen wir, sagen wir mal hier hin. Da stört er jetzt gerade einfach nicht. 2500 Liter, oder? Ja, würde ich schon sagen. Aber dann mit Heckgewicht auf jeden Fall. Weil, steht auch schon hier. Ansonsten könnte es kritisch werden. Dass es packt. Meines Erachtens. Ach, was? Wieso? So, da steht nichts zu, ey. So. 5300, eieiei, langt der CSC dran. Ah ja, die sind schon teuer. Ich komm nicht rum. Bremse hat auch ein bisschen spät eingesetzt, aber gut. Oh, hier ist der Steuer jetzt süß leise. Aber ist auch mal wieder angenehm. Oh Gott. Eieieiei. War ich gut zu übersteuert, wenn ja, sorry. Bei mir fährst du ganz normal. Ne, ich meine, übersteuert den OBS, also Lautstärken technisch. Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Das fragst du den falschen. Oh Mann. Tut mir leid, Leute, aber es ist schon spät. Puh. Eieieiei, wo ist. Oh, das ist peinlich. Jetzt hat der den starken Bauer ausgegeben. Schmeiß mal ein Aktimel rüber. Ja, warte. Ich kann auch so gut. Warte, fang. Ist angekommen. Ich hab's gefangen. Gluck, gluck, gluck. Danke. Bitte. Kann ich die Schaufel heben? Boah, bin ich stark. Was? Eieieiei. So, jetzt muss ich immer die Schwarte hier wegpacken. Bin vielleicht mit 50 km/h in der Kurve und hab die Schaufel abgehängt. Die ist auf dem ganz, also. Ja. So einem komischen Outzone gehangen. Also ich habe inzwischen die Doppelbelegung raus, dass ich, wenn ich die Rundumleuchte anschalte, dass ich was abkupple. Also. So, schnappen wir uns die Wände. Die Schaufel schon ganz anders aus, die passt viel besser dazu. Ich merke gerade, wir brauchen allein wegen der Schaufel davor ein Gewicht, Heckgewicht. Und das ist ohne Scheiß. Echt jetzt? Ja. Also nochmal nur zu meinem Verständnis. Wir schwaden die Wiese, die wo bei Feld 2 ist. Wenden die Wiese, wo bei Feld 2 ist und die wo bei hier und bei unserem Hof ist, die kleine. Nein, die am Hof, beide. Und die bei Feld 2 einfach. Warte mal. Und die bei Feld 2 einfach bloß schwaden. Ich dachte, es war mal anders. Aber gut. Nein! Das sieht die ganze Zeit schon so. Habe ich das schon auch geglaubt. Ich muss da mal noch ein paar alte Folgen angucken. Ich war der Meinung, das war mal anders, aber gut. Nein, war's nicht. Okay, Mann. Gut. Alles ich glaubt ihr mir das Zeug nicht mehr. Jetzt geht's hier aber los, du. Du hast auch kurz geschockt. Also. Aber gut. Ich warte mich mal Allrad rein. Ich lenke mal kurz mit Tastatur und bin ein bisschen schneller. Ich werde ja auch so nicht. Ich komme auch mit Tastatur nicht rum. Hätte ich mir aber auf den Blinker, die Dunkel ist halt weg. Mein Aktimel wirkt noch, ja. Oh, ich habe mich angehoben. Sorry. So, na komm, raus jetzt! Du musst arbeiten, nicht spielen. Wo bist du denn da oben? Am Silo. Ja. Will der Lindner spielen? Ja. Im Bällebad, im Silagebad. Soll ich am Baum hängen bleiben? Auf eine Bar. Weiter rüber. Der schätzt das immer ein bisschen mit den Buschen, aber mal. Och man. Was denn? Klappt nicht so wie ich. Also ich wollte jetzt mal wieder shippen, ne? Mhm. Um zu wissen, wie lange das dauert. Ich habe wieder die Hälfte daneben geschüttet. Mhm. Ja gut. Da muss man sagen, klingt aber dann die. Ja, ich glaub, ein bisschen was. Die größere Schaufel auch nichts, ne. Ja.
Obwohl doch, wenn ich bei der alten Staffel immer schon die Hälfte daneben geschüttet habe. Ja, dann schon wieder. Dann kommt immerhin die Hälfte von der alten wieder rein. So, Steuer, du schaffst es. Ja. Aber geht's. Ich muss ein bisschen langsamer fahren bei den stärkeren Berggruppen. Aber ich glaube, das bringt auch nichts, weil der Schwader. Eieieiei. Der Winter kommt dann doch ein bisschen zu weit nach oben. Da muss ich halt dann nochmal ein bisschen anders da quer drüber fahren, dann gibt das schon. Nach unten. Wenn das Video rauskommt, ist es glaube ich noch nicht erschienen, aber es wird ja bald, habt ihr auch schon in den Teaser bzw. der Trailer gesehen, dass das soll jetzt warte. Keine Ahnung wie das dir jetzt ist. Ja, warte, ich guck schnell nach. Es ist auf alle Fälle kostenlos. Ich bin vorbereitet, ja. Das Precision Farming, ich weiß nicht was es auf Deutsch heißt. Warte mal. Ich kann da nicht mal kurz gucken. Unsere Verteidigung, was sind nicht so die Englischprofis? Nee. Präsentation. Kann das stimmen? Du. Also ich weiß ja nicht, aber das wird dann mal, das Ding heißt auf Deutsch Präsentation. Ja, und da hinten Farming Landwirtschaft. Also präsentierte Landwirtschaft. Keine Fragen dran. Du. Ja. Ey, kann auch sein, dass du gute alte Google-Übersetzer das ein bisschen falsch übersetzt hat. Und ihr es genau. Kann wahrscheinlich aber auch sein, dass er einfach bloß eine Präsentation über ein neues DLC war, das wo noch keinen Namen hatte. Das kann natürlich auch sein, aber ich weiß nicht. Naja, es wird dann auf jeden Fall rauskommen, wie es heißt. Warum ich mach da denn nicht? Kacke. Aber das wird dann auf jeden Fall noch spannend werden. Flo, wir haben doch dieses komische, diese komischen Stäbe da dran, gell? Vorne am Lindrock. Stäbe. Die bringen einfach nicht. Diesen Anfahrschutz für den Frontlader. Ach so. Die bringen einfach nichts, weil es genau unter den Hänger durchgeht. Oh. Also wir machen da theoretisch trotzdem diese Dinge kaputt. Das ist natürlich perfekt abgemessen worden. Aber nochmal zurückkommen auf das Precision Farming. Es ist, mir hat es tatsächlich gewundert. Moment mal, hast du vielleicht Supplication Presentation? Nee, da bin ich mir sicher, ich hab's mit C geschrieben. Aber ich guck dann nachher auch nochmal genauer nach, wie irgendwo den deutschen Titel findet. Aber ihr wisst ja ungefähr, um was es geht. Wenn nicht, dann könnt ihr... Reale Landwirtschaft. Ja. Dann könnt ihr euch jetzt gerne den Trailer entweder bei uns oder natürlich bei Giants bei Giants auf ihrem YouTube-Kanal anschaut oder natürlich bei vielen anderen ist der Trailer schon überall erschienen. Und ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen nicht verwundert, aber ich war tatsächlich erstaunt, dass sowas Realistisches von Giants an sich rausgekommen ist. Aber ich glaube, es haben sich jetzt auch schon viele gewünscht. Auf jeden Fall, die wohl mehr in dem RP, also Realismusprojekt oder realistischen Spielen drin sind. Die Tonne hinten dran ist schon gut. Ja. Also ich glaube, da 600 Kilo werden da nichts, hätten da nichts gebracht. Da geht aber so nicht, da müssen wir mal zurückfahren. Ich habe ihn angehoben, Leute, alles gut. Ich sag's dir, mach ja nicht unseren Wender kaputt, ne? Den brauchen wir noch. Er läuft noch. Hallo? Vorwärts geschafft. Ja. Ey, jetzt macht er den Ding kaputt, ne? Indem er den ablassen und rückwärts fährt, ne? Ich werde nicht mehr. Ich habe ihn nicht abgelassen, ich habe ihn erst danach abgelassen. Alles gut. So, warte, habe ich jetzt vorher noch was liegen oder nicht?
hier liegt nichts mehr, aber oben noch, glaube ich, oder? Ja, sagt der, wo, Flo. Sagt der, wo mit dem Blindtrag unter die Hänger mit der Motorhaube fährt. Hab ich gefragt, der macht was. Nee. Da passt alles. Komm ich da durch? Ich probier's mal aus. Da müsste noch fahren. Oh, geht super. So, wir haben natürlich unser wunderbar, von hier wunderschön angelegten, nicht sehr steilen Weg. Zieh hoch, du schaffst es. Ich glaube an dich. Oh, hast du geschafft. Wenn ein bisschen schmal ist, da geht alles. Und ja, der gute Steil. Ich unter dem Lindtrag wieder Silage ab. Ja, das gute Philipp bringt unser Geld rein für unsere neuen. Das gute Philipp. Habe ich das gesagt? Ja. Habe ich das gesagt? Was das gute Philipp? Hab ich wirklich? Ja. Ei. Ich glaube, ich nehme nochmal einen. Ich nehme nochmal ein Schlückchen vom Red Bull, dass ich ein bisschen wacher bin, ne? Sehe nix. So. Was haben wir denn da? Sag mal, wie viel KM haben wir eigentlich unsere Hänger angemeldet? Da fragst du mich was. Aber ich glaube, die sind auf 30, 40, 25. Wäre jetzt meine. 25, 40. Oh. Ich bin. Ja. Ah, will ich nicht. Alter, ich fahr mal langsamer. Vielleicht krieg ich dann alles mit. Weil ich sehr hoffe. Ja, 9 km/h war jetzt gar nicht langsam, ne? Ja, aber es geht. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen Gas geben, aber von der kommt ein Stein, das ist natürlich wunderbar hin. So. Aber ja, der große Wender war auf jeden Fall schon eine wirklich, wirklich gute Investition. Weil mit dem, was mit drüben, 3-4 Meter, werden wir jetzt auf jeden Fall noch. Ja. 4,4. Ja, 4,4 wären wir jetzt auf jeden Fall noch gut bei. 435. Achso, das war der Lindtrag. Der Unitrag. Wie viel kriegst du eigentlich vom Unitrag mit? Auf der Lade? 2000 Liter. Ah, doch, so viel. Cool. Mhm. Ich finde schade, dass da kein Aufbau drauf geht. Oh ja, der Beste natürlich. So 4000 Liter oder sowas. Ich weiß nicht, gibt's einen Aufbau? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es gibt das Plattform oder gar nichts. Okay. Was ich gefunden habe. Aber das ist halt dann schon zu krank. Aber wenn du mal zurückkommst, weil ich bin ja vorhin gerade vorbei von unten. Oh Gott, da kommt ein Stein. Weiß ich, dass ich. Wir haben ja ein Auto. Und da kommt mir natürlich die Frage, brauchen wir das Auto? Die größere Frage ist, für was brauchen wir das Auto? Das ist die andere Frage. Weil im Prinzip, wir haben es mal behalten, wenn wir dachten, ja, wenn wir jetzt mal was beim Händler holt oder so weiter, aber dafür haben wir einfach den Unitrag, da passen wir auch mehr drauf. Und im Prinzip, dass er bei unserem Hof rumsteht. Naja, mehr ist jetzt nicht wirklich die Rede von. Ich glaube, da passt schon mehr drauf. Der hat doch eine größere Ladefläche als wie der Pickup. Nee. Nee, da? Kleiner. Echt jetzt? Ja, aber der, ja. Weil der große Vorteil vom Unitrag ist halt, als, man kann auch sowas. Ich bin schon wieder Wo bist du? Oh! Da bist du wieder an der Tankstelle. Also sprich da, wo ich beim letzten Mal auch war. Aber mal. Wenn man natürlich dann noch nicht so oft oben war, da fährt man sie, ist mir auch schon quasi ganz gut. Aber ja, nochmal zum Auto. Ich häng die Hänge jetzt nicht am Pfeiler fest. Doch, Mann. Der Pfeiler hat Kolli? Da war ein Pfeiler, der Kolli hatte, ja. Aber diese riesen Zäune hier, ne, keine Fragen, Fragenfälle, alles cool. Tief du haben. Aber ja, nochmal zum Auto. Wollen wir das Auto verkaufen?
jetzt mal ganz zu dreist in den Raum reingeschmissen. Kriegen wir überhaupt noch, ja? Warte. Ich würde mal sagen, noch 20.000 mindestens, oder? 23 sogar. Also, glaube ich, es wird sich schon lohnen. Ich glaube, 24.000 so ungefähr. Ja. Doch, 106? Alter, der war teuer, ne? Ah, die waren was? Alle teuer. Aber ich habe geguckt, hab beim Uni 306.000 bringt er noch. Der war teuer. Alter. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so viel kostet. Der ist ein aber richtiger Preisfresser. Aber ist natürlich auch ein Multifunktionsfahrzeug, ne? Muss man dazu sagen. Der hat vor allem der große Vorteil von dem ist halt dieser tiefe Sperrpunkt. Ja. Hatte zusätzlich halt auch noch. Aber ja, das mit dem Auto überlegen wir uns bis zur nächsten Folge, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute, mit der Folge. Es kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen kostet euch noch keinen Cent. Unten dicken, unten den roten Knopf drauf haben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard in LS19 Affin-DC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Compass was wrong, and I'm still on my way. Lost.